Dulgon Duschfrisch. Denn die Frische entscheidet. Philips präsentiert einen großen technischen Fortschritt. Philips Flat Square Tube. Die neuartige Röhrentechnik, die den Bildschirm zur glatten Fläche macht. Brillante Bilder, scharf bis in die Ecken. Kaum ein Lichtreflex. Aus jedem Blickwinkel mehr Spaß am Fernsehen. Philips FSQ in allen Bildgrößen. Philips. Ja, was hier wächst, so fruchtig fein, für Pfanni, Quark, Knödel muss es sein. Als Aprikose, Zwetschge und Quark pur, ne süße Wucht, für groß und klein. Wer sie probiert, der bleibt dabei, bei Pfannis süßer Leckerei. Quark, Knödel mit und ohne Frucht, einfach ne süße Wucht. Pfanni, in der Natur zu Hause. Mrs. Champion. Wo kommen Sie denn auf einmal her? Sie kommen mir bekannt vor. Kennen Sie Jeb Hollister? Ich kenne seinen Ruf. Die Menschen hier sind in Ordnung. Seit Wade Champions Tod haben sie große Schwierigkeiten. Und ich fürchte, sie können sie nicht überwinden, wenn du sie unter Druck setzt. Erstmals im deutschen Fernsehen Kampf um Yellow Rose. Ab kommenden Montag in Sat 1. Soll das geheim bleiben? Ja, streng geheim. Kampf um Yellow Rose, Sie haben es gehört, ist ebenfalls eine Serie, die zum allerersten Mal im deutschen Fernsehen läuft und das jeden Montag um 20.15 Uhr in Sat 1. Im Mittelpunkt eine wertvolle Ranch, auf die gleich zwei Familien Anspruch erheben und beide Familien verteidigen diesen Anspruch erbittert. In den Hauptrollen sehen Sie Cybill Shepherd, Chuck Connors und David Soul. Letzteren kennen Sie ja schon aus unserer Serie Starsky und Hutch. Und heute startet ebenfalls eine neue Serie, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, Polizeirevier Hill Street. Hochgelobt von den amerikanischen Kritikern, weil die Serie so realistisch ist. Der Polizeialltag wird ungeschönt dargestellt. Die Polizisten machen auch mal Fehler, sind gereizt und nervös und durchaus nicht immer souverän. Aber das alles tut der Spannung keinen Abbruch. Im Gegenteil. Kommen wir zu Punkt 17. Sekunde, Jungs. Nummer 17, auf meiner Kummerliste ist eine etwas delikate Angelegenheit. Die Durchsuchungen von weiblichen Verdächtigen sind nicht korrekt durchgeführt worden.